Schön, dass ihr euch wieder eingeklickt habt. Herzlich willkommen zurück bei Camping Turtle. Wir sind noch immer auf dem Caravansalon 2023. Mein Name ist Thomas und neben mir steht der Michael von Alpine. Hallo Thomas. Herzlich gegrüßt. Michael, wir stehen hier vor einem ganz besonderen Fahrzeug. Das ist der Cross Cabin. Ich glaube, das ist erklärungsbedürftig und ich bin mir sicher, der eine oder die andere, der jetzt gerade reinschaut, denkt auch, okay, was ist das? Wir schauen gerade tatsächlich in das Heck eines Vans mit einem ganz besonderen Ausbau. Was war die Idee? Gut, Cross Cabin. Der Name kam dadurch zustande, dass wir eben den Crossover zwischen Arbeiten und Freizeit irgendwo hier darstellen wollten. Auf der einen Seite hat sich die Arbeitswelt verändert. Wir können mehr mobil arbeiten, aber wenn wir ehrlich sind, ist es immer nur ein Kompromiss. Mhm. Ich habe meinen Laptop da irgendwie auf dem Campingtisch, habe meinen Kabelsalat da irgendwo, muss mit dem kleinen Bildschirm rumarbeiten. Und da haben wir uns überlegt, was können wir als Elektronikspezialist mal zu der Party mitbringen, um eben zu zeigen, technische Möglichkeiten, wie man das Ganze eben professioneller gestalten kann. Ja. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen, auf der CMT habt ihr noch das Konzept gezeigt. Das hier ist jetzt ganz nah dran an dem, was ihr am Ende auch produzieren, was ihr anbieten könnt. Ich glaube, ich habe eben so eine Zahl gehört, 95%, passt das ungefähr? Ja. Prima. Wann habt ihr angefangen damit? Tatsächlich angefangen haben wir letzten September. Ja. Nach dem Caravansalon Düsseldorf. Mhm. Da waren wir uns sicher, dass es kein Fahrzeug gibt, was eigentlich als Technologieträger für uns irgendwo interessant wäre. Ja. Und daraus entstand dann so langsam nach und nach die Idee, diesen Prototypen zu machen. Das war damals in der Technik, wie man sie im Messebau verwendet, mit Hartschäumen und solchen Geschichten. Aber es ist so gut angekommen, dass wir unsere Richtung so ein bisschen geändert haben und dann gesagt haben, Mensch, da können wir auch eigentlich ein komplettes Fahrzeug machen und das eben unter dem Namen Alpine, unter der Marke Alpine verkaufen. Ja, du hattest ja gerade das Thema Arbeiten angesprochen, also man sieht das schon von hier und wir schauen uns das Fahrzeug natürlich auch gleich noch von innen an, aber welche Rolle spielte denn so dieser audiophile Gedanke? Das heißt, die Audioqualität oder die, sagen wir mal, der Klang, alles, was sich hier mit Klang abspielt in diesem Fahrzeug, ist ja ebenfalls besonders. Warum musste das sein? Warum war das ebenfalls für euch ausschlaggebend? Gut, auf der einen Seite natürlich sind wir unser Markenerbe verpflichtet, das ist nun mal unser Kerngeschäft. Klar. Und das wollten wir entsprechend darstellen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, wenn ich mal aus dem normalen Van rausgearbeitet habe, das war nicht wirklich schön, einfach weil meine Stimme sehr verzerrt war und viel Echo, viel Reflexion im Fahrzeug war. Und da kam dann eben der Gedanke, wenn wir ohnehin japanisch angelehntes Design machen wollen, dann machen wir es bitte auch so, dass es für die Akustik Vorteile hat. Ja. Und das ist eben, was wir ganz gut erreicht haben. Du wirst es gleich merken, wenn wir uns drinnen unterhalten. Ja, auf jeden Fall. Es ist verhältnismäßig Schall, ja, fast echotot. Ja. Und macht es viel einfacher für die auf der Gegenseite, mir zuhören müssen. Aber genauso habe ich auch dann eben von draußen keine Störgeräusche, keine Hunde, Kinder, was weiß ich, die mir dann eben meinen Videocall oder irgendwas versauen. Ja, also ich muss gestehen, Michael, ich habe das Fahrzeug bisher nur aus der Ferne gesehen. Von daher bin ich jetzt wahnsinnig gespannt darauf, mir jedes Detail anzuschauen. Und im Übrigen, falls euch diese Videos gefallen, dann seid doch gerne auch so gut, abonniert unseren Kanal, klickt auch gerne noch auf das schwarze Glöckchen und dann verpasst ihr in Zukunft rein gar nichts mehr. So, und jetzt geht's endlich los. Wir gehen jetzt rein in den Cross Cabin und wie gesagt, ich platze vor Neugier. Geht's los? Los geht's. Jetzt geht's los. So, Michael, wir blicken jetzt gerade noch immer in das Heck des Fahrzeugs. Vielleicht kannst du ja schon mal so zwei, drei Takte zu dem sagen, was wir hier so an, ja, ich hätte fast gesagt, Colani-Formen sehen. Es ist sehr rund. Es ist durchaus rund. Also wir als japanisches Unternehmen haben uns tatsächlich verpflichtet, so ein bisschen japanischen Lebensstil auch in die Cross Cabin reinzubringen. Man sieht es einmal am gewählten Material, das ist halt ein Bambus, was man natürlich direkt mit Asien verbindet. Es ist ein Tatami, nachempfundener Boden, weil Reisstroh ist nicht ganz so haltbar. Ja. Was ist das tatsächlich, was du hier für einen Boden hast? Das ist ein PVC-Boden. Okay. Aber die Optik ist halt genauso wie ein echter Tatami-Boden. Und das war uns einfach wichtig, dass auch die Materialien aufeinander abgestimmt sind und dass wir diese organischen Formen haben, dass eben eine gewisse Ruhe da drin ist. Also wir hatten auch schon mal über Zen-Kabine nachgedacht oder irgendwas anderes. Aber Cross Cabin ist es dann geworden, um eben den Ausdruck, den Dualismus zwischen Arbeit und Freizeit eben auch darstellen zu können. Du hattest gerade Bambus angesprochen. Du bist ja Bambus nicht dafür bekannt, dass es super leicht ist. wie kommt ihr hier gewichtsmäßig hin? Gut, das Einzige, was hier jetzt noch voll Bambus ist, sind die beiden Türabdeckungen, die wir hier sehen. Okay. Da können wir vielleicht auch gerne mal reinschauen. Hier ist, nee, da ist besser für dich. Was hier aussieht wie einfach eine dicke, fette Tür und viele fragen uns, ist da Lautsprecher hinter, ist da irgendwas für die Musik hinter? Nee, ist nicht. Da ist Stauraum hinter. Das Mobiliar.
Ja, Wahnsinn. Also tatsächlich war das eben auch genau meine Frage. Aber trotzdem wirst du natürlich eine enorme Dämmung haben. Ne? Denn du hast richtig. Auf der einen Seite die Befilzung, auf der anderen Seite die Befilzung. Dazwischen hast du 15 cm. Mhm. Ne? Okay. Ja, das tut viel. Für die Lautsprecher brauchen wir nur dieses kleine Volumen hier. Ja. Und das hast du auf der anderen Seite auch? Oder was auf der anderen Seite genauso, ja. Ah, okay. Hier haben wir halt unseren Tisch drin, da wäre jetzt noch die Leiter drin, dass man auch auf die Dachterrasse kommt. Aber man kann natürlich auch Sportgerät reinpacken, man kann eine kleine Kleiderstange machen, dass man eben Hemden irgendwas aufhängt. Hm. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Gewürzregal wurde vorgeschlagen. Ja. Gibt es denn oft die Frage an euch, wird es dieses Fahrzeug wirklich geben? Weil es sieht ja tatsächlich so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so futuristisch aus. Also zumindest so anders aus, dass man denken könnte, ja gut, das ist jetzt Alpine, das ist ein Konzept, das kann es gar nicht geben. Aber nein, und das Interesse ist tatsächlich da, ne, hattest du erzählt. Das Interesse ist tatsächlich da und die Frage war schon beim Prototypen, wann kann ich es kaufen, wo kann ich es kaufen? Okay. Und das war für uns natürlich auch enorm überraschend, weil wir das so gar nicht erwartet hätten, aber weil du jetzt gerade sagtest, das ist gar kein Bambus, was ist das tatsächlich? Nee, also das ist tatsächlich ein Queensply mit Bambusauflage 5 mm, um eben dem Gewicht auch gerecht zu werden. Ja. Aber trotz allem haben wir immer noch die Haptik und die Anmutung, die wir mit echtem Bambus auch gehabt hätten. Prima. Wollen wir einfach mal einmal drumherum laufen und in das Fahrzeug reingehen? Wir können es auch von hier machen, wie immer du möchtest. Lass uns drumherum laufen, okay, dann sehen wir schon mal ein weiteres Highlight. Ja, hervorragend. Auf dem Weg dahin. Ja, ihr habt hier auf Ford-Basis gebaut. Seid ihr auf Ford auch festgelegt oder könnte man auch sagen, nö, ich nehme jetzt auch einen anderen, wenn ich jetzt beispielsweise einen Ducato möchte oder einen Sprinter oder was auch immer? Das Problem ist ja, das ganze Ding ist in 3D durchkonstruiert. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, die Plattform wieder zu ändern, klar, dann ist einiges an Stunden drin. Also wir werden jetzt erstmal mit dem Ford weiterarbeiten, weil die Fahrzeuge einfach verfügbar sind. Ja. Aber wir haben bereits auch angefangen, auf der Basis von dem TGE die nächsten Konstruktionen zu starten. Und dementsprechend wird es dann auch eine TGE-Variante geben. Ja. Prima, jetzt hattest du gerade apropos Highlight hier auf diesem Kubus gezeigt. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist unsere Küche. Das ist unsere Küche. Das ist unsere Küche, genau. Das waren unsere Gäste. Ja. Und was wir jetzt hier haben, ist eben zum einen eine kleine Arbeitsfläche. Ja. Eine Kochplatte. Induktion, genau. Und entsprechend das Feierabendbierchen im Kühlschrank. 70 Liter. Auch sehr schön. Ein einziges ist da noch. Ja, okay, wir haben ja auch schon den 5. Messetag. Ja. Da ist ein Sixpack dann mal schnell leer. Entsprechend Wasserhahn, das Waschbecken ist alles da. Es wird mit Pumpen unterstützt, dass eben auch das gebrauchte Wasser abfließen kann. Die ganze Küche kann man hochfahren, kann man natürlich auch drinnen verwenden. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Wie bekomme ich denn diesen Kubus jetzt am Ende wieder rein? Weil der sieht nicht so aus, als wenn ich den mit einer Hand anhebe. Also hier hinter den Bürsten, wo schon einige vermuteten, es wäre was zum Geschirrwaschen oder zum Gläserputzen, verbirgt sich ein Linearantrieb. Okay. Und der sorgt eben dafür, dass die Küche hochgehoben wird, auf die Höhe hier. Man kann es so reinschwenken und dann eben von innen nutzen. Okay. Gedanke für uns war einfach, aus der eigenen Erfahrung raus, du sitzt draußen, hast irgendwie dein Kaltgetränk, plötzlich ist es alle. Ja. Oh Schock, du gehst ins Fahrzeug zurück, vergisst, dass das Moskitonetz gespannt ist und reißt es dir kaputt. Warum ist der Kühlschrank nicht das draußen? Das ist mal ein praktischer Anwendungsfall auf jeden Fall. Ja. Okay. Ich habe schon eins bezahlt, deswegen weiß ich ziemlich genau, dass die auch teuer sind. Ja, stimmt. Vielleicht sollte man daran denken, einfach Moskitonetze in Zukunft in weiß zu bestellen, nicht in schwarz. Dann sieht man die auch. Wäre eine Maßnahme, ja. Ja. Klasse. So, jetzt können wir hier reinlaufen. Jetzt das ist hier natürlich für die Messe. Ich nehme an, das hat man normalerweise nicht dabei, ne? Genau. Okay, prima. Nein, unten drunter ist eine Trittstufe, die man dann ganz normal hier raus und reinfahren kann. Sehe ich hier einen doppelten Boden, oder? Du siehst einen doppelten Boden, ja. Hervorragend. Was verbirgt sich darunter? Technik und Tanks, T&T. Okay. Wie heizt ihr in diesem Fahrzeug? Da ist eine Autojet-Dieselheizung drin. Mhm. Und oben die Truma kann auch noch mitheizen elektrisch. Ja. Und das haben wir auch ganz bewusst so gewählt, weil es, wenn die Lüftungsaustritte genau da sind, wo ich während der Arbeit meine Füße habe, wird es irgendwann unangenehm. Mhm. Nämlich unangenehm warm. Und deswegen haben wir gesagt, dann können wir die Warmluft von oben auch noch dazu nehmen, um eben diese punktuelle Hitze ein bisschen abzuführen. Ja, und damit sprichst du ja gerade etwas an, was ja offenbar im Mittelpunkt der Entwicklung des Fahrzeugs gestanden hat, nämlich das Thema Ergonomie. Jetzt
Ich muss gestehen, wenn ich das jetzt zum ersten Mal sehe, würde ich sagen, oder anders gesagt, ich würde mich zumindest fragen, ist das gemütlich? Und ich frage dich jetzt mal, ist es gemütlich? Es ist sehr gemütlich. Du hast ja festgestellt, es fehlen schon ein paar Bier im Kühlschrank. Ja. Die haben wir auf diesen Bänken hier niedergemacht. Und dementsprechend kann ich dir versichern, man kann da mehrere Stunden ohne Probleme drauf sitzen. Weißt du was, ich mache das jetzt mal so mit 3 Minuten. Wir sind ja jetzt inzwischen am Messeende und ja, ich sitze gut. Ich weiß nicht, ob ihr die Reflexion vielleicht jetzt gerade im Monitor sehen könnt. Ich sitze hier wirklich gut. Ist denn die technische Einrichtung, die ich hier sehe, also das sieht ja alles so ein bisschen aus wie bei Captain Future. Ist das quasi so, wie ihr das auch anbietet oder ist das jetzt eine Messeausstattung? Nee, also das wird tatsächlich in dieser Form angeboten. Das ist hier also ein 4K-Display, 27,5 Zoll. Ja. Wir haben das Ganze fachschnickschnack bodden lassen, also so, dass keine Luft mehr zwischen den einzelnen Trägerschichten ist, was die Bildqualität enorm erhöht und auch den Kontrast. Das musst du mir nochmal erklären. Was brauchst du wo nicht? So ein Bildschirm hier besteht ja normalerweise aus mehreren Schichten. Ja. Du hast die LCD-Schicht, du hast Polarisationsfilter und alles andere da drin. Und dazwischen ist immer Luft. Mhm. Dadurch passiert es, dass sich eben Reflexionen, die ungewünscht sind, da aufbauen können. Okay. Und da gibt es technische Verfahren, um das eben zu verhindern, genauso wie wir es bei unseren Navigationsgeräten haben, dass eben bei Sonneneinstrahlung ich immer noch arbeiten kann, ich immer noch ablesen kann. Ja. Jetzt sieht das so aus, als wenn du das nach vorne umklappen kannst. Ne? Das heißt, wahrscheinlich wird daraus ein Esstisch? Da wird ein Esstisch draus, nur aus Messegründen haben wir den jetzt mal festgemacht. Und ich glaube, der eine oder andere hat trotzdem probiert, das mal irgendwie nach vorne zu kippen. Ja, genau. Den USB haben sie auch schon abgerissen. Also das ist Messe. Es ist Messe das eben. Das ist Messe, genau, so passiert das. Ja, USB sehen wir auch an der Seite hier. Genau. Was wir hier nicht sehen, weil wir wollen ja nicht, dass wir irgendwas sehen. Das ist dann unser Entertainment für langweilige Regennächte. Okay. Denn wir müssen ja überlegen, der Tisch wird runtergefahren und dann wird hier aus den Sitzbänken ein Bett. Ah, okay. Warte mal, jetzt gehe ich mal so einen Schritt zurück, um den Tisch nochmal einzufangen und mir genau das anzugucken, was du da gerade gesagt hast. So, das heißt, du hast also... Ah ja, okay, jetzt sehe ich auch den Mechanismus. Das heißt, du legst den hier flach. Wie weit runter kommt der? Und wahrscheinlich auf eine Ebene mit den Sitzbänken? Nein, der kommt bündig. Ah, also okay. Jetzt für den Schlafmodus geht er auf die Hälfte. Ja. Aber ich kann komplett bündig unten verstauen. Okay. Auch ein weiteres Feature, das man so nicht direkt wahrnimmt. Ich kann mein Sportgerät, sei es ein langes Surfbrett, ein Fahrrad, Kanu, Tretboot, was weiß ich, kann ich hier ohne weiteres reinladen, weil ich kann hier auf die volle Länge von, weiß ich nicht, 4,5 Metern, kann ich noch Zeug reinbringen. Ja. Und am Zielort ist es ja so, dass die Sportgeräte meist draußen sind und dann stören sie auch nicht innen drin. Man sieht ja gar nichts, man sieht keine Griffe, ja, oder also es ist so, es wirkt alles wahnsinnig, die Formen gehen ineinander über, ja, und das wirkt sehr ergonomisch, aber wie gesagt, man sieht keine Griffe und deshalb auch keinen Stauraum. Das Thema war halt japanischer Minimalismus und deswegen sieht man auch keine Griffe, keine Halter, keine gar nichts. Ja. Das heißt, du kannst also diese ganzen, das sind alles Klappen hier, Die kann ich alle aufmachen. Ja. Okay. Und wir wollen bewusst jede Ablenkung während der Arbeit einfach raus haben. Das ist so ein Grundgedanke, der dem Ganzen so ein bisschen den Spin gegeben hat, eben auf dieses nüchterne Design ohne möglich oder mit möglichst wenig Ablenkung oder irgendwelchen anderen Elementen. Ja. Auch die Klimaanlage haben wir farblich angepasst. Was hast du hier für eine Stehhöhe in dem Fahrzeug? 1,85. Okay. Vorne haben wir ein bisschen mehr, weil wir da die Stufen noch drin haben und die Dusche hat sogar noch mal 5 cm mehr. Stimmt, das Bad haben wir noch gar nicht gesehen. Da bin ich jetzt ein bisschen gespannt drauf. Ich komme mal einmal zu dir rüber. Ja, ich schaffe mal den Fernseher weg. Ja. So, und vielleicht einmal von dieser Seite. Mhm. Auch hier ohne Griff. Auch hier ohne Griff. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, wir haben hier halt eine Glissana drin, die kann man entsprechend auch verschwinden lassen, wenn man duschen möchte, dass man eben mehr Platz hat. Ja. Kleines Schränkchen, Waschbecken, alles ist da. Ja, und das ist zum Beispiel so eine Sache, die hat sich seit Stuttgart geändert. Mhm. Viele Leute haben gesagt, die wollen irgendwie eine Dusche nach außen haben, dass sie mal einen Hund irgendwie abspritzen können oder die dreckigen Wanderschuhe oder irgend sowas. Und wie machst du das? Fenster auf und dann kannst du das Ding raus und schon ist passiert. Dann kannst du rausgehen. Genau, also das
wir sind unseren Kunden immer dankbar, wenn die Anregungen bringen und versuchen, die auch schnell umzusetzen. Ja. Genauso dieser Tisch hier, den gab es vorher auch in der Form nicht. Wofür ist der gedacht? Nochmal ein kleiner Arbeitsplatz? Das ist nochmal ein kleiner Arbeitsplatz. Und hier haben wir noch ein bisschen Garderobenhaken. Ich weiß, wie die rausgehen. Ah, da ist er. Dass man ein bisschen was hinhängen kann. Ja. Und was eben auch wieder günstig reinspielt, deswegen haben wir hier auch eine relativ fette Tür. Ja. Ich kann hier mit zwei Leuten sitzen und meine Teams-Calls machen, ohne dass ich mich gegenseitig störe. Okay, was meinst du jetzt mit der Tür? Also warum, das heißt, du würdest die hier raus, du würdest in dem Moment, oder? In dem Moment würde ich die einfach offen stehen lassen. Okay. Und das, was ich hier spreche, bleibt dann eben hier hinten und stört nicht den Partner dann da drüben. Okay. Ja, also ich muss dir sagen, es ist ein so, wie soll ich sagen, ein so anderes Konzept, ja, dass es so fast schwerfällt, jetzt noch Fragen zu stellen, weil es sieht einfach nur, es sieht umwerfend aus und es sieht vor allem, also es sieht wirklich außergewöhnlich aus und nochmal, ich kann kaum glauben, dass man das bestellen kann. Das heißt, ab wann geht es los? Nehmt ihr schon Bestellungen entgegen? Gerne. Ja. Nein, tatsächlich ist es soweit, dass wir einen Preis dran schreiben können. Wir haben die Optionsliste soweit zusammengestellt und im Quartal 1 nächsten Jahres wollen wir dann auch auf die Straße damit. Was habt ihr denn ungefähr für eine Lieferzeit angedacht? Jetzt sag mir nicht, es liegt am Basisfahrzeug. Nein. Also wir haben uns ein paar Transits gesichert. Ja. Die warten nur darauf, dass wir irgendwann mit der Arbeit anfangen. Mhm. Aber jetzt machen wir erstmal die Messe in aller Ruhe fertig, dann erholen wir uns davon. Ja. Und dann geht es auch schon in die nächste Phase der Produktionsplanung, dass man eben jetzt ein paar Sachen, die man noch vereinfachen kann, verschlanken kann, dann nochmal anfasst von der Konstruktion. Und wir denken, dass es in Realität wahrscheinlich auf 6 Monate rauslaufen wird. Ja. Was wird sich hier noch verändern? Wir hatten ja eingangs gesagt, 95% fertig. Mhm. Das heißt, woran werdet ihr noch arbeiten? Was wird gegebenenfalls noch angepasst bei dem Fahrzeug? Es ist vieles noch der Lösungsfindung geschuldet. Ja. Wir haben zum Beispiel festgestellt, wir brauchen hier diese Höhe nicht. Also das ist sehr viel Holz. Okay. Das können wir zum Beispiel noch verringern, ja, so dass wir dann noch die Stehhöhe. Auf was kommst du dann ungefähr? Du hast gerade gesagt 1,85. Wir müssten dann also die 1,90, 1,93 sowas knacken. Müssen wir jetzt gucken, wie viel wir jetzt genau rausnehmen, dass die Form noch irgendwo schlüssig da rangeht. Ja. Das werdet ihr dann quasi bis hinten durch tun? Das würden wir dann bis hinten durchmachen. Ja. Bringt natürlich auch nochmal Gewichtsersparnis. Mhm. Das ist ja auch immer wieder ein Thema. Wir liegen mit 3,7 Tonnen jetzt über dem gewünschten 3,5 Tonnen Ziel. Ja. Aber es sind 600 Amperestunden Avicon drin. Mastervolt drin. Ja. Wo ist die versteckt? Unter der rechten Bank. Okay. Wie sieht es hier aus mit der Wasserversorgung? Wir haben einen 40 Liter Frischwassertank und entsprechend großen Abwassertank. Mhm. Die sind zum Teil hier im Boden mit verbaut, haben also dann ganz flache gewählt. Und auf der anderen Seite haben wir den Abwassertank außen. Mhm. Was heißt Abwassertank außen? Also das Grauwasser. Grauwasser. Unterm Fahrzeug. Ja, okay, verstehe. Das ist schon spät. Kein Problem. Außerdem habt ihr hier auch noch den elektronischen Rückspiegel verbaut. Der kommt serienmäßig oder ist das eine Option? Der ist serienmäßig, ja. Also Fahrsicherheit ist bei uns halt mehr und mehr zum Thema geworden, weil es ist nun mal nicht ein Alltagsfahrzeug wie ein Pkw, sondern es gibt eine gewisse Unsicherheit. Mhm. Und daraus resultieren haben wir eben gesagt, Mensch, die Sache mit dem Rückspiegel, viele Leute nutzen die Rückfahrkamera oder die 360-Kamera dafür. Das Problem an der Geschichte ist nur, diese sind sehr weitwinklig und das führt dazu, dass ich die Proportionen eines Fahrzeugs hinter mir eigentlich gar nicht abschätzen kann. Mhm. Und deswegen haben wir eben eine schmalwinkligere Kamera mit verbaut, die uns dann entsprechend ein Bild hier liefert, wie es ein normaler Spiegel täte. Ja, und das, was wir hier gerade noch sehen, diesen Bird View, das ist ebenfalls serienmäßig, diese Rundumkameras, ja, mit dem Blick von oben? Das ist auch Serie, ja. Wir haben hier verschiedene Modi, wo ich entsprechend auswählen kann, was mir jetzt gerade wichtig ist beim Manövrieren. Mhm. Beim Blinken, bei einer gewissen Geschwindigkeit, wird dann auch direkt das Bild aufgeschaltet, sodass ich eben rechte Seite, linke Seite sehen kann, eben als Totwinkelassistent, was ja in der Campingbranche noch nicht so wirklich Einzug gefunden hat. Michael, eines der Kernthemen ist natürlich nicht nur der Bereich Arbeit, sondern auch Audio. Was haben wir denn hier verbaut? Gut, was wir hier sehen, ist die Prototypversion von dem System für den Transit eben, für dieses Basisfahrzeug, was wir mit 2 16er Lautsprechern, Subwoofer unterm Sitz
und entsprechend den Hochtönern in den Dreiecken hier vorne haben. Ja. Bis auf das etwas exklusive Gitter, was du eben schon gezeigt hast, ist das so Serienstand. Das heißt, das kann man dann eben auch beliebig für jeden Transit entsprechend da erwerben. Ja. Sofern eben der Platz für die Subwooferbox unterm Sitz vorhanden ist. Ihr habt ja gerade eben schon mal angeworfen und habt hier quasi die gesamte Nachbarschaft Bescheid. Was ist denn im hinteren Bereich noch verbaut? Gut, im hinteren Bereich, da gehen wir am besten mal rum. Ja. Jetzt sehen wir unsere Küche auch mal, wenn sie oben ist. Oh, stimmt, das ist hier gerade wie durch magische Hand gerade passiert. Das heißt, du kannst sie jetzt reinschwenken? Ich kann sie jetzt reinschwenken. Gut, ich müsste jetzt ein Stückchen runterfahren, dass es wieder funktioniert. Na klar. So, dann gehen wir mal in den hinteren Bereich. Genau. So, und das Besondere, was wir hier eben haben, sind unsere neuen Flachpanel-Lautsprecher. Das Besondere an denen ist eben sehr kompakte Bauform, brauchen wenig Volumen, aber funktionieren nur dadurch, dass immer drei Stück oder mehr miteinander spielen. Okay, und das Gleiche hast du auf der anderen Seite auch? Das Gleiche haben wir auf der anderen Seite auch. So ein kleiner Lautsprecher, das wird, denke ich, auch jedem klar sein, kann natürlich keinen tiefen Bass machen. Mhm. Deswegen wird das Ganze unterstützt von zwei Subwoofern, die jeweils auf der linken, rechten Seite hier verbaut sind. Wo sitzen die? Einmal hier hinter, oder? Hier hinter, ja. Aber da sieht man nichts. Ja. Und das Gleiche auf der anderen Seite, da sieht man auch nichts. Genau, so soll es ja auch sein. Hervorragend. Und das Ganze wird dann getrieben von einem 8-Kanal-DSP-Verstärker für das hintere System. Das vordere System gibt es einen kleinen 6-Kanal-Verstärker, der entsprechend dann die Türen und die Subwoofer befeuert. Und das ist jetzt ein System extra für dieses Fahrzeug oder generell für Transit? Das ist jetzt grundsätzlich ein System für Transit. In diesem Fahrzeug sehen wir jetzt noch 8 von den Line-Array-Lautsprechern zusammen. Das wird in der Serie nicht sein, das werden dann 3er-Module sein, ja, die man als Aufbau oder als Einbau bekommt, so dass man auch in der Nachrüstung tatsächlich hingehen kann und sich da nochmal den Klang in die Dose holt, ja, wie man es dann haben möchte. Und wenn ich so 2-3 Schritte zurückgehe, dann fällt mir gleich noch etwas auf, nämlich der ungewöhnliche Dachstuhl, beziehungsweise nicht Dachstuhl, sondern der Klappstuhl auf dem Dach. Ja. Was habt ihr da aufs Dach gezaubert? Das ist eine kleine WPC-Terrasse, wo wir uns gedacht haben, wir machen es nicht ganz mit Solar voll, lass uns die Fläche nutzen. Wie viel Solar habt ihr oben drauf? Hast du es im Kopf? Es sind, glaube ich, 3 Paneele drauf. So, wollen wir noch einmal klettern? Ja, ne? Gehst du vor? Das sieht unwürdig aus in meinem Alter. Okay, dann mal. Du, in meinem Alter auch, deshalb gehe ich jetzt einmal. Ich wage mich jetzt einmal nach oben. So, also was ich für euch hier alles mache, ja. So, das ist also die Dachterrasse. Ja, hier haben wir rechts und links die Paneele. Gibt es noch ein drittes Panel, was ich jetzt gerade nicht sehen kann? Optional schon, aber ist nicht drauf. Nee, dann sind es nur 2. Ich bin nicht so höhentauglich. Ich kenne das, ich auch nicht. Deshalb laufe ich auch ganz schnell wieder runter. Aber für diejenigen, die es sind, können dann auch gerne mit dem Laptop oben arbeiten, ne? Ja, wobei ich fürchte, da wird man gegrillt. Wir haben nämlich den Sonnenschirm vergessen und auch die Kühlbox. Du hattest gerade angesprochen die Optionen. Welche Optionen gibt es hier noch? Das heißt, also was kommt hier bei dem Fahrzeug und was kannst du dir am Ende noch dazu konfigurieren? Die Optionen sind eigentlich nur technische. Das heißt, Solar oder nicht, Dachterrasse oder nicht, großes Master-Volt-Paket, kleines Master-Volt-Paket. Und das, in dem Bereich bewegt sich das Ganze. Ja. Ja, und jetzt kommt die letzte Frage und da es sich ja um ein, ich glaube, man kann sagen, Manufakturprodukt handelt, tut es wahrscheinlich jetzt ein ganz klein bisschen weh. Was wird das Ganze am Ende kosten? In der Basis liegen wir bei 175.000, ja, und mit sämtlichen Optionen, alle Kreuze an der richtigen Stelle, kommen nochmal 20 oben drauf. Was hast du gesagt? 20? 20, ja. So, das heißt, dann sind wir bei 195. Genau. Und dann gibt es bestimmt auch noch ein Fläschchen Sekt. Ich höre es gerade so im Hintergrund. Ja, wobei die Jungs stoßen mit Bier an, aber das lässt sich dann auch einrichten. Was es auch dazu gibt, die Frage wird immer wieder gestellt und bevor sie jetzt in den Kommentaren erläutert wird, einen wunderschönen kleinen Staubsauger, Akku betrieben, der dann auch zwischen die Lamellen kommt, dass man das Fahrzeug auch sauber halten kann. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles gesagt. Michael, vielen, vielen herzlichen Dank für die tolle Vorstellung dieses Fahrzeugs. Und ja, also ich bin wahnsinnig gespannt darauf, was daraus wird. Und ich bin auch echt gespannt, wenn wir uns wiedersehen, dass du mir dann mal erzählst, wie viele von den Fahrzeugen geordert wurden. Ich kann nur sagen, ich finde das Fahrzeug großartig. Es ist wirklich absolut anders. Und ich habe ja auch so ein bisschen die Stimmen gehört derjenigen, die hier so drumherum standen. Und gerade eben, bevor wir angefangen haben zu drehen, sagte ein Herr noch, ja, deshalb kommt man auf den Caravan-Salon. Ne? Man möchte doch mal was ganz anderes sehen. Und das seid ihr. Ja. Ja, schön, dass es dir gefallen hat, Thomas. Und wir werden uns
in Stuttgart wiedersehen und vielleicht haben wir dann noch eine neue Überraschung dabei. Hervorragend. Das ist die Alpine Cross Cabin. Vielen herzlichen Dank, Michael. Mach's gut. Danke. Schönen Feierabend. Tschüss. Tschüss.